Tod, Amerika, riefen hunderte Zuhörer bei einer Rede des religiösen und politischen Oberhaupts des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, am Mittwoch in Teheran. Aus Rache für den Tod von General Qasem Soleimani hatte der Iran von den USA angeführte internationale Truppen im Irak angegriffen und damit die Furcht vor einem Krieg in Nahost angefacht. 15 Raketen seien in der Nacht zum Mittwoch auf US-Ziele im Irak abgefeuert worden, meldete das iranische Staatsfernsehen. Die Raketenangriffe im Irak seien ein Schlag ins Gesicht der USA, sagte Khamenei. Die US-Truppen müssten die Region verlassen, die USA seien der Feind des Iran. Während der Iran von 80 getöteten amerikanischen Terroristen sprach, war aus US-Kreisen zu vernehmen, dass es nach ersten Erkenntnissen wohl keine US-Opfer gegeben habe. Die Bundesregierung verurteilte die Raketenangriffe aufs Schärfste. Außenminister Heiko Maas forderte den Iran auf, alle Schritte zu unterlassen, die zu einer weiteren Eskalation führen könnten. Wir verurteilen diesen Angriff, der offensichtlich vom Iran ausgeführt wurde im Irak. Es ist nicht akzeptabel. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, miteinander zu sprechen. Wir werden das am Freitag hier mit den Außenministern der Europäischen Union tun. Wir tun das aber auch mit allen Beteiligten, mit allen Seiten. Und jeder sollte seinen Beitrag dazu leisten, dass jetzt Zurückhaltung geübt wird, dass sich die Lage beruhigt. Der iranische Außenminister Javad Zarif bezeichnete den Angriff als legitime Selbstverteidigung. Mit den Raketenschlägen sei Irans Reaktion auf Soleimanis Tötung abgeschlossen. Der Iran wolle keine Eskalation oder einen Krieg. Wir werden uns aber gegen jede Aggression verteidigen, sagte Zarif.